Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Amarelia. Liebe Amarelia, ich grüße dich, das ist dein Video, dein Jahreshoroskop. Und dieses Bild, was du hier im Bildschirm siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop. Das ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Dort, wo Sonne, Mond und Planeten sich befinden, das sind die Lebensbereiche, was für dich persönlich sehr wichtig ist in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, deine Werte, die Finanzen, dann die Ausbildung, Schulungen, Kontakte, Medien, Internet, dann deine schöpferische Kraft, die Transformation, dann ist wichtig auch Ausland, Auslandskontakte, deine Berufung, Leben, Anerkennung bekommen, Freundschaften und die Geheimnisse liegt Neptun und diese Kraft, diese Neptun-Energie, der Kraft, die Inspiration kannst natürlich nützen. Da hast du auch karmische Erinnerungen, das sind deine verborgenen Talente und Fähigkeiten. Dieser Geburtshoroskop bleibt. Daran ändert sich nichts. Das ist eine Momentaufnahme. So standen die Sterne über dir in dein Geburtsmoment. Was sich ändert, das bist du. Weil du machst Lebensschritte. Du bewegst dich, änderst dich, ändert sich vieles in dein Leben und machst Lebenserfahrungen. Das sind Perioden, das sind 7 Jahre Perioden und alle 7 Jahre bewegst du dich in einen anderen Boden, auf anderen Boden kommen andere Eindrücke und so ist die Beginn dein Geburtsmoment und so machst du deine Lebensschritte und mit deinem Lebensalter befindest du dich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Du bewegst dich noch 3 Jahre lang in diesem Energiefeld Krebs und in diesen 3 Jahre sind für dich wichtige Themen wie Familie, aber auch ein Zuhause, deine Wohnsituation und auch dieses Gefühl ist für dich wichtig, endlich angekommen zu sein. Dann, nach 3 Jahren, beginnt die Löwe-Energie zum Wirken. Dann hast du andere Bedürfnisse, dann möchtest du etwas präsentieren oder willst du im Mittelpunkt stehen. Ändert sich vielleicht sogar dein Aussehen, dein Selbstwertgefühl und ein großes Bedürfnis ist dann da, wahrgenommen zu werden oder stehst in Öffentlichkeit. Nicht nur du änderst dich und diese Phasen ändern sich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch und lösen etwas aus im Horoskop. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Diese Bewegung hat einen Einfluss auf dein Leben. Immer in dem Lebensbereich aktiviert etwas, wo sich gerade befinden. Die schnellen Planeten wie Merkur oder Venus, das sind keine große oder schicksalhafte Veränderungen. Das hat mehr einen Einfluss auf unseren Alltag. Aber die langsameren Planeten, sie bewirken größeren Veränderungen, aber das erkläre ich noch. Und wir starten noch Januar, die Horoskope, was ich dann Mitte Januar veröffentliche, da starte ich nicht Monat Januar, weil dann ist es fast vorbei, sondern starte ich dann Februar
Und schauen wir, was kommt in den kommenden 12 Monaten. Also wir übergehen dann im Jahr 2020. Aber jetzt sind wir noch Anfang Januar. Ich darf das noch erlauben, Monat Januar noch zu beschreiben. Uranus bewegt sich relativ langsam im Vergleich jetzt zu Merkur oder Venus und löst größere Veränderungen aus im Leben, Umbrüche und Veränderungen. Bei Uranus Energie kommt oft auch unerwartete Ereignisse, Überraschungen oder außergewöhnlichen Begegnungen. Uranus ist ab heute direktläufig, ändert sich die Richtung und das zeigt, jetzt geht alles vorwärts. Wo du Umbrüche und Veränderungen erlebst, das ist die Tierkreiszeichen Widder. Und im Horoskop liegt die Tierkreiszeichen Widder im 6. und 7. Lebensbereich. Und das bedeutet Partnerschaft, aber auch Arbeit, dein Alltag, deine Gesundheit hat auch einen Einfluss. Uranus ist astromedizinisch auf unserem Nervensystem zugeordnet. Also immer darauf achten zur Zeit auch, dass du in die inneren Ruhe bleibst, dass dich nicht aufregt etwas. Uranus bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen wieder. Es ist natürlich die indische Berechnung, aber diese indische Berechnung ist sehr korrekt. Sehr präzise. Uranus wirkt hier im Widder. Ab heute ändert sich die Richtung, bewegt sich vorwärts, kommt eine Vorwärtsbewegung, 6., 7. Lebensbereich. Rahu und Ketu aktiviert karmische Themen. Ketu ist die Erinnerung, die Vergangenheit. Ketu befindet sich im Krebs und das ist hier die Spitze des Horoskopes. Erinnert dich etwas karmisch daran, dass du daran arbeiten sollst, in die Spitze zu kommen, deine Ziele zu erreichen. Hier ist Rahu. Die aufsteigende Mondknoten im Krebs, da hast du jetzt karmische Aufgabe, das zu verwirklichen. Und die alte Karma, natürlich das spiegelt etwas, die beiden Mondknoten sind miteinander verbunden. Und hier kommen auch natürlich die Erinnerungen selbstverständlich. Und gegenüber in Tierkreiszeichen Steinbock, hier in diesem Bereich, 3., 4. Lebensbereich, sind auch karmische Themen. Bei Ketu-Energie ist das Vergangenheit, vieles loslassen. Bei Rahu-Energie die Erinnerungen, aber das Verwirklichen. Also das heißt, für dich ist wichtig, die Wohnsituation, das Ansehen und auch Kontakte im Internet oder Schulungen und Ausland und Reisen. Da hast du noch karmische Themen. Bis März 2019, dann ändert sich die Position. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Bei Venus-Energie liegt die Weiblichkeit und hier im ersten Lebensbereich zeigt auch das Aussehen. Also ist gut möglich, dass jetzt im Januar änderst du dich etwas in dein Aussehen. Eine neue Haarfarbe oder neue Haarschnitt oder andere Kleidungsstil, wie auch immer, ändert sich hier etwas. Kann auch bedeuten, dass die liebe Partnerschaft für dich gerade sehr wichtig ist. Kann auch bedeuten, dass du mit einer weiblichen Person gerade einen vertrauten Kontakt hast. Wobei hier im 12. Lebensbereich kann diese weibliche Person unter anderem auch eine Rivalin sein.
Hier sind die Feinde, die geheimen Feinde. Jupiter vergrößert etwas, bringt auch Glück. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das hat Einfluss auf deine Persönlichkeit und auf die Finanzen. Und bei Jupiter, Einfluss bei den Finanzen würde das Gewinn bedeuten, aber Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben. Also achte darauf, dass du nicht allzu viel Geld ausgibst für schöne Sachen. Venus Energie natürlich auch zeigt auch Luxus, schöne Dinge. Saturn und Pluto ist im Schütze. Und bleibt auch ganzes Jahr hier im Schütze. Bei Saturn-Energie handelt es sich um etwas in Ordnung zu bringen, etwas in Form zu bringen und gleichzeitig hat man Lernaufgabe, manchmal Einschränkungen auch, damit wir das Lernen im Griff bekommen. Thema ist Finanzen. Die Pluto-Energie zeigt hier, in Kraft zu bleiben, konzentriert sein, auf die Finanzen konzentrieren. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und bleibt auch ganzes Jahr in Wassermann und das hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation und hat einen Einfluss auf deine schöpferische Kraft. Neptun in Wohnsituation kann bedeuten, dass wohnlich etwas unklar, undeutlich ist. Wie zum Beispiel ein Kaufvertrag oder Mietvertrag, was mit Immobilien zu tun hat. Die Neptun-Energie kann aber was traumhaft Schönes entstehen lassen, dass du deine Wohnung, dein Haus gerade nach deinem Traum gestaltest. Und im fünften Lebensbereich bedeutet dieser Neptun entweder etwas unklar mit Kindern, aber bedeutet, wenn das um Kunst, Kreativität, diese schöpferische Kraft liegt, natürlich die Inspiration, diese inspirierende Kraft Neptuns. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist deine Kraft, aber kann auch eine männliche Person sein und die Begegnung ist entweder im Arbeit oder das Leben genießen mit einer männlichen Person. Natürlich gehört auch die Leidenschaft dazu, ist auch möglich. Sonne und Merkur befindet sich im Schütze. Das bedeutet, Januar fließt sehr viel Energie im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet deine Werte, deine Wertschätzung und Finanzen. Die Lebensenergie ist die Sonne. Merkur kann bedeuten Verträgen oder Investitionen. Oder eine Nachricht und das hat mit Werte, mit Wertschätzung oder mit Geld zu tun. Ab heute ist Uranus direktläufig, heute ist 7. Januar. Jetzt die Mondposition. Ich kann jetzt bei dieser Bewegung nicht erklären, wie die tägliche Mondbewegung ist, sonst würde diese Aufnahme zu lang. Mond hat aber einen sehr großen Einfluss auf unseren Alltag. In meinen Tageshoroskopen kannst du das immer verfolgen, weil dann erkläre ich, wo bewegen sie sich die Planeten, wo befindet sich Mond und dann kannst du die Mondposition immer auf die Lebensbereiche einordnen, auf welchen Tierkreiszeichen Mond gerade sich bewegt. Und das kannst ganz gut über die Tageshoroskopen dann selbst einordnen. Was ich erwähnen möchte, das ist Neumond, Halbmond und Vollmond. Und was bedeutet ein Neumond?
Bei Neumond ist für uns Mond unsichtbar. Bekommt kein Sonnenlicht. Weil die beiden Lichter Sonne und Mond treffen sie sich. In chinesischen Astrologie heißt es, der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin zieht sich zurück, sie sind intim, geht uns nichts an, also unsichtbar. Bei solchem Neumond-Position ist wichtig der Rückzug, nach innen schauen, etwas mit uns selbst klären, was wollen wir erreichen, welche Richtung soll das weitergehen. Nach Neumond beginnt auch die zunehmende Mondphase, das heißt, dann werden wir aktiv in eine Richtung. Und immer die Themen spricht das an, in welchen Tierkreiszeichen gerade die Neumond befindet. Am 6. Januar war Neumond im Schütze. Für dich persönlich war wichtig, verinnerlichen deinen Werten, dein Selbstwertgefühl und die Finanzen. Und dann jedes Mal, in welchen Tierkreiszeichen das ist, spricht die Thematik an. Und das kannst du in dem Moment, in diesen Tagen, in diesen Neumondtagen, diese einzelnen Themen beleuchten und diese Klarheit aber in dein Inneren finden. Ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit oder sogar Meditation, immer über die einzelnen Themen. Wie soll das weitergehen? Ein Halbmond ist wunderschön, aber immer und immer ist eine Spannung. Das heißt, Sonne, Mond steht in Spannung. Und diese Unruhe, Nervosität spüren wir auch in Umgebung. Aber kann auch bedeuten, wir selbst verspüren auch eine gewisse Unsicherheit oder Zweifel oder Anspannung, Nervosität. Ein Vollmond, und da hast du persönlich einen Bezug dazu, weil du bist im Vollmond geboren, das beleuchtet den Weg. Bekommen wir mehr Klarheit, mehr Orientierung, immer in dem Lebensbereich und immer die Themen. Die Themen zeigt die Tierkreiszeichen und die Lebensbereich, in dem Lebensbereich, wo bei dir im Geburtshoroskop diese Tierkreiszeichen sich befindet. 6. Januar war Neumond im Schütze, 14. Januar ist Halbmond im Fischen, 21. Januar ist Vollmond in Zwillingen, 27. Januar ist Halbmond in Jungfrau. Februar. Uranus bleibt, Rahu Ketu bleibt auch, Jupiter bleibt auch, Saturn, Pluto, Neptun und Mars bleibt auch. Was sich ändert, das ist Sonne, Mond, Sonne, Merkur, natürlich Mond auch. Das zeige ich aber hier jetzt nicht. Das sind so Tagesereignisse und Venus ändert sich auch. Das bedeutet, Sonne ist in Steinbock. Die Lebensenergie fließt im 3., 4. Lebensbereich. Merkur ist auch im Steinbock, da ist mit Kontakten, mit Nachrichten zum Rechnen. Und Venus ist im Schütze. Das kann für dich bedeuten Glück in Finanzen. Venus bringt auch Glück, aber kann auch bedeuten, dass du etwas Schönes kaufst, also gibst Geld aus. Es ist nicht nur die Einnahme des Geldes, sondern auch die Ausgabe. Also die Neigung da, dass mit dieser Venus-Energie etwas Schönes für dich kaufst. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. Und 3. also März 2019, Uranus bleibt und Mars übergeht in Tierkreiszeichen wieder. Das zeigt deine Kraft. Wo setzt du deine Kraft ein?
bedeutet auch männlichen Personen in Verbindung, besonders hier bei partnerschaftlichen Bereich, Kontakt zu einer männlichen Person. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto, Neptun bleibt auch. Sonne, Venus, Merkur ändert sich. Sonne ist im Wassermann. Die Lebensenergie fließt hier im wohnlichen Bereich oder deine Kreativität. Kann auch bedeuten, du brauchst den Rückzug, dein Zuhause zum Genießen, etwas klären und da deine Lebenskraft verspüren. Merkur ist im Fischen und Venus ist im Steinbock. Bei Merkur-Energie bewegt sich hier etwas, kann auch bedeuten, dass hier Kontakte kommen, Nachrichten, Terminen, Verträgen. Und bei Venus-Energie hier kann Verbindung sein mit einer weiblichen Person oder jemand von Verwandten, ist die Kontakt da. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas gebremst ist, geht nichts voran. Rückläufigkeit kann auch Vergangenheit bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder ein altes Thema kommt wieder auf den Tisch. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Tierkreiszeichen Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April, Uranus bleibt, Mars befindet sich im Stier. Die Mars-Energie übergeht im Stier und hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft, auch die Transformation und natürlich Mars, Venus zeigt besonders hier im 8. Lebensbereich auch die Sexualität. Rahu und Ketu ändert sich die Position. Ketu ist die karmischen Knoten und zeigt Vergangenheit. Ketu übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, hat einen Einfluss auf deine Finanzen, hat einen Einfluss auf dein Werten, Selbstwertgefühl, Wertschätzung. Und Ketu bleibt ganzes Jahr hier im Schütze. Rahu zeigt die Richtung, was sich ändert, die Orientierung, aber aktiviert karmische Themen. Rahu befindet sich dann in Zwillinge und bleibt ganzes Jahr im Zwillinge. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Es sind Themen wie Werte, Wertschätzung, Finanzen und der dritte Lebensbereich wird auch Jupiter vergrößert etwas. Kann auch bedeuten, dass du Glück hast in Finanzen. Merkur und Venus ist in Wassermann, Sonne ist in Fischen. Hier fließt die Lebensenergie, Arbeit, deine Kreativität oder die Verbindung zum Kinder. Venus und Merkur ist hier in Wassermann. Da ist etwas in deiner Wohnsituation. Bei rückläufiger Merkur kann bedeuten, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Fischen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen,
19. April ist Vollmond in Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai, Sonne ist im Widder. Die Lebensenergie fließt im Bereich 6. 7. Lebensbereich. Mars bleibt im Stier, Rahu Ketu bleibt auch. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion, also kehrt wieder zurück zum Skorpion, ist rückläufig. Saturn und Ketu und Pluto bleibt im Schütze, Neptun bleibt auch, Venus und Merkur ist in Fischen. Bei Venus handelt es sich um Harmonie und Schönheit, bedeutet auch deine Weiblichkeit, bei Merkur Energie die Kontakte. Natürlich kann auch bedeuten mit einer Verbindung, Kontakt zu einer Frau, und das hat einen Einfluss auf deine schöpferische Kraft oder zu deinen Kindern oder die Arbeit. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Venus ist im Widder. Die Liebe, natürlich, Venus hat auch mit Liebe etwas zu tun und öffnet sich dem Tor zum Thema Liebe natürlich. Mars übergeht im Tierkreiszeichen Zwillinge. Das kann eine Reise bedeuten oder Verbindung zu einer männlichen Person. Das hat mit Ausland etwas zu tun oder in eine Schulung, kann auch bedeuten. Und schauen wir, wo Sonne und Merkur ist. Im Stier. Sonne, Merkur ist im Stier. Hat einen Einfluss auf 8. und 7. Lebensbereich. Es ist wichtig zu erwähnen, dass eine rückläufige Saturn, was mit karmischen Themen was zu tun hat, und ein rückläufiger Pluto hat auch mit karmischen Themen was zu tun hat, weil Rückläufigkeit ist, steht in einer Konjunktion zum Ketu, dieser absteigende Mondknoten, die alte Karma, in Tierkreiszeichen Schütze. Das heißt, Saturn, Pluto, Ketu wirken gemeinsam und löst karmische Themen aus hier im Schütze. Das hat mit deinen Werten was zu tun, das hat mit Finanzen was zu tun, aber auch mit Verwandten was zu tun. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Die Lebensenergie fließt in diese Richtung, Reisen oder Ausland. Mars und Merkur ist im Krebs. Da sind Kontakte, Gespräche, Termine. Die Mars-Energie entweder setzt dich ein, dass du Anerkennung bekommst, oder setzt dich ein zu deiner Berufung. Kann auch Unterstützung sein von einer männlichen Person.
Alles andere bleibt. 8. Juli wird Merkur rückläufig und das kann bedeuten, meldet sich jemand von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge, 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Finsternis findet immer statt, wenn Vollmond in karmischen Knoten liegt. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August. Merkur ist in Tierkreis, seinen Zwillinge. Rückläufig, also kehrt wieder zurück. Das kann eine Nachricht sein von Ausland. Oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit, aber hat mit Reisen, mit Ausland etwas zu tun. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Das ist Ansehen bei diesem Sonnenkraft hier ganz oben und Mars und Venus hat mit Liebe etwas zu tun. Besonders die, wenn die so zusammenstehen, das sind die beiden Liebesplanet. Alles andere bleibt. 12. August wird Jupiter direktläufig, also ändert sich die Richtung. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Löwe, 30. August ist Neumond im Löwe, wird von Regulus bestrahlt, das ist dieser königliche Stern. September. Merkur, Venus, die ändert sich die Position, alles andere bleibt und das bedeutet Sonne, Mars, Venus und Merkur, alles ist im Löwe. Ganz viel Energie fließt an 11. Lebensbereich und das bedeutet Freundschaften, Bekanntschaften, eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind wie ein Verein. Und das kann ein Vertrag sein oder Kontakte im Freundeskreis bei Mars und Venus, entweder die Liebe oder Kontakte zu einem Mann, Kontakte auch zu einer Frau. 19. September wird Saturn direktläufig. Das hat schon eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und wenn die Richtung ändern, dann kommen schicksalhafte Veränderungen, geht alles in die richtige Richtung. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond in Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober. Uranus ist im Widder, Rahu ist in Zwillinge, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Das sind jetzt Geheimnisse hier im 12. Lebensbereich und die Sonne beleuchtet das. Du wirst irgendwelche Geheimnisse erfahren, kann auch bedeuten, du hast deine Geheimnisse, dann sollst du schweigen, weil die Sonne beleuchtet, dass das kommt ins Licht. Also in die Zeit ist besser niemand vertrauen, weil das wird weiter erzählt. Und Merkur befindet sich im Waage. Entweder hast du viele Gespräche oder kommt eine Nachricht, was für dich persönlich wichtig ist, aber hier handelt es sich auch so irgendeine Geheimnisse
oder du erfährst irgendwelche Geheimnisse. Jupiter, Saturn, Pluto, Neptun bleibt alles. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Dann sollst du auf die Finanzen achten. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Uranus ist rückläufig im Widder, Rahu Ketu bleibt, Mars ist im Jungfrau. Hier im 12. Lebensbereich ist auch die Ursache von Krankheiten und Mars zeigt deine Kraft. Und das ist sehr, sehr wichtig, dieser Rückzug, damit du in Kraft bleibst. Also es muss nicht immer im geheime Liebe handeln, was ich nicht ausschließe bei Mars und Venus Energie, aber bedeutet auch die 12. Lebensbereich ein Rückzug, weil du brauchst die Ruhe, damit du wieder Kraft bekommst. Sonne ist in Waage, das ist für dich wichtig in dieser Zeit, dieser Glanz und Auftreten wahrgenommen zu werden und hast auch tolle Ausstrahlung. Merkur und Venus befinden sich in Skorpion. Hier sind Gespräche, Handlungen, Kontakte bei Venus-Energie, entweder eine Frau oder deine Weiblichkeit. Und das betrifft dich persönlich, aber hat einen Einfluss auf die Finanzen. Alles andere bleibt. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur dann direktläufig, ändert sich die Richtung. Geht alles vorwärts. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember, Uranus, Rahu, Ketu, Jupiter. Jupiter ändert sich, genau, aber Saturn und Pluto, auch Neptun bleibt. Was hier ändert, das ist Merkur, Venus. Die Sonne und Mars, die ändert sich. Und Jupiter ist im Schütze. Das heißt, Jupiter übergeht im Schütze. Hier ändert sich etwas. Sonne ist in Skorpion. Das ist die Lebenskraft, deine Persönlichkeit und die Werte, die Finanzen. Venus ist im Schütze. Wenn Jupiter und Venus zusammenkommt, gerade hier im Finanzbereich, kann natürlich Glück bedeuten. Jupiter ist das große Glück, Venus ist das kleine Glück, aber beide bedeuten Glück. Also du hast hier Glück, deine Finanzen zu verbessern oder Gewinnchancen. Aber nicht übertreiben, in dieser Zeit für Luxus Geld ausgeben, damit das im Gleichgewicht bleibt. Merkur und Mars ist im Waage. Das sind Gespräche mit einer männlichen Person. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Amarelia, das war dieses Jahreshoroskop, aber ich empfehle auch die Tageshoroskopen immer wieder anschauen und dann kannst du das auf dein eigenen Geburtshoroskop auch
auch übertragen, aber beachte, dass es nach indischen Astrologie geht, weil das ist die indische Berechnung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.